Ja, ich bin ein ungläubiger Thomas. Ich glaube also nicht, ich weiß lieber. Aber das wissen ja meine Schüler und Studenten schon. CO2-Lüge oder nicht? Das habe ich mir auch gestellt, gerade in der derzeitigen Situation, wo es auch so warm ist und so weiter und so fort. Zudem habe ich einen Versuch gemacht. Leute, aber vorher noch eine Bemerkung. Wenn ich hier links schreibe, dann sind hier oben, ist hier oben das i gemeint. Wenn ihr da drauf tippt oder wenn gar das Banner erscheint, könnt ihr ruhig drauf tippen, dann wartet das Video da, hier, da kann man sich besser weiterbilden. Ich habe also den Versuch von Meteorologen nochmal wiederholt und ich habe den ein kleines bisschen verfeinert. Ich sage das dann im anderen Video. Wie? Ich habe zwei 5-Liter-Kanister, absolut transparent, durchsichtig also. Und in dem einen habe ich normale Luft und in dem anderen habe ich CO2 gefüllt. Wie man das macht, habe ich dann in dem anderen Video erklärt. Zwei Vorbemerkungen, die sind wichtig. Luft hat eine Dichte von 1,29 Gramm pro Kubikzentimeter. Also jeder Kubikzentimeter wiegt 1,29 Gramm, immerhin. Und CO2 hat fast das Doppelte. Naja, nicht ganz, ne, aber so knapp das Doppelte. So. Noch was. Die spezifische Wärme, Luft kann also rund 1 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin aufnehmen. Das heißt also, wenn ich hier einen Kubikmeter Luft hätte, hätte ich hier 1 Kilogramm. Rund 1,29 Kilogramm. Und dann könnte ich sagen, jedes Kilogramm oder jeder Kubikmeter kann, wenn er um 1 Grad wärmer wird, um 1 Kelvin wärmer wird, 1, tralala Kilojoule aufnehmen. So viel kann komischerweise CO2 gar nicht aufnehmen. Naja, wir werden noch sehen, warum. Denkt an die Links, was spezifische Wärme bzw. Dichte angeht. Wer sich da nochmal weiterbilden will, kein Problem. Noch eine Kleinigkeit. Unsere Luft, die besteht eben zu 0,76 Gramm, wenn ich 1 Gramm Luft nehme, aus Stickstoff, 0,23 Gramm aus Sauerstoff, 0,0093 Gramm Argon und dann kommen nochmal 0,0004 Gramm CO2 ungefähr. Nebenbei, Luft ist transparent, CO2 ist auch transparent. Das heißt so durchscheinend, dass es elektromagnetische Strahlung nicht behindert. Wenn wir Licht sagen, dann ist das auch elektromagnetische Strahlung und wenn es dann UV, Ultraviolett ist, beziehungsweise Ultrarot, dann ist es Wärmestrahlung, das sehen wir nicht. Ist aber alles das gleiche, sowas ähnliches wie Radiostrahlung. Vielleicht kriege ich noch einen Link an, untergefügt, dass die auch alle die gleichen Eigenschaften haben. So. Also, die Luft lässt sie durch, die Flaschen lassen sie eh durch. Und der typische Gewächshauseffekt, ne, Glashauseffekt, den kennen wir bei Bewölkung. Ich glaube, dazu muss ich auf jeden Fall noch einen Link zu einem anderen Versuch ausführen. So, jetzt wollen wir mal sehen, was passiert. Das Versuchsergebnis ist wirklich alarmierend. Ich war selber überrascht, dass sich der Versuch bei mir so bestätigt hat, wie es die Meteorologen schon mal gemacht haben. Nebenbei 97% der Wissenschaftler sagen angeblich, es wäre ein Treibhausgas. 97%, das sind meinetwegen 97 von 100 Leuten, die den anderen heutzutage nach dem Munde reden. Richtige Wissenschaftler werden mittlerweile mundtot gemacht, wenn sie das Gegenteil sagen. Aber das kenne ich ja alles schon, naja. Der Versuch ging dann so, ihr seht das alles dann im eigentlichen Versuchsvideo, dass ich die beiden Kanister hier mit einer gleichen Anfangstemperatur starten lassen habe, circa 12 Minuten der Mittagssonne ausgesetzt habe. Wenn es da ungefähr 1:30 ist, dann ist damit Sommerzeit, also 1:30 Sonnenzeit gemeint. Und jetzt kommt das Ergebnis. Die Luft hat sich sogar noch ein Stück mehr erwärmt als das CO2, das pure CO2, was ich hier reingekippt habe. Ja, welche Schlussfolgerungen kann man daraus ziehen? Wenn sich Das CO2 hat sich eben weniger erwärmt, ne? Sieht man ja anhand der Gradzahlen. Das CO2 hat demzufolge aber auch weniger Strahlung absorbiert, also aufgenommen, geschluckt. Wenn es weniger absorbiert hat, diese Pfeile heißen immer daraus folgt, dann kann es CO2 also auch nicht besser absorbiert haben. Das geht gar nicht. Angeblich soll es ja Wärmestrahlung absorbieren und nachts dann wieder abgeben und dadurch unseren Planeten so überhitzen. Daraus folgt auch, dass CO2 kann gar nichts abstrahlen, wenn es nichts immer gegenüber der Luft besser absorbiert haben soll. Ja, und ich sag's nochmal, diese Art des Versuchs gibt es bereits. Ich werde dann den Link auf jeden Fall dafür anfügen. Ich habe nur ein kleines bisschen verfeinert. Ich habe also etwas weggelassen. Sage ich aber dann in meinem Versuchsvideo auch noch. Andere Versuche, die es dafür geben soll, die ja diesen Treibhauseffekt so belegen sollen, sind mittlerweile als Fake enttarnt. Auch das von Al Gore. Aber wie gesagt, schaut dann auf die Links,
Bildet euch weiter. Leute, bilden, wissen, das ist wichtig. Lasst euch nicht veralbern. Es reicht eh schon, was passiert. Jetzt müssten mittlerweile die Links erschienen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Wissen erwerben und Wissen kombinieren. Wissen kombinieren heißt denken. Wenn man kein Wissen hat, kann man nicht denken. Da muss man glauben. Alles Gute. Tschüss.